Der Koran. Seit 1400 Jahren versuchen Muslime in aller Welt, seine Verse zu enträtseln. Der Koran hat mehrere Bedeutungsebenen. Durch beständige Reflexion kann man den Text öffnen, ihn erschließen. Seine Worte haben ganze Zivilisationen zur Größe geführt. Der Islam schaffte in seinen ersten 100 Jahren ein Imperium, größer als das römische. Doch manche finden im Koran die Grundlage einer Ideologie der Gewalt. Viele religiöse Gestalten interpretieren den Koran so, dass er für Konfrontation, Gewalt und Tod spricht. Was ist also die wahre Bedeutung des Koran? Halbwissen ist gefährlich. Nur den Koran lesen zu können, bedeutet noch nicht, ihn auch zu verstehen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam. Mehr als 1 Milliarde Muslime weltweit glauben, er sei das unmittelbare Wort Gottes, wie es im 7. Jahrhundert dem Propheten Mohammed offenbart wurde. Der Koran hat keine Erzählstruktur wie die Bibel. Stattdessen sind seine 114 Suren vor allem der Länge nach geordnet. Manche sind mehrere Seiten lang, andere nur ein paar Worte. Muslime glauben, Gott offenbarte Mohammed die Verse des Koran über einen Zeitraum von 22 Jahren hinweg. Die Gelehrten fügten den Text erst nach dem Tod Mohammeds in schriftlicher Form zusammen. Die Interpretation des Koran ist somit seit jeher eine Herausforderung. Er erzählt nicht die Geschichte des Islam, des Propheten oder der frühen muslimischen Gemeinde. Er erzählt gar keine Geschichten. Der Koran ist im Prinzip Gottes dramatischer Monolog. Für eine Minderheit von Muslimen des 21. Jahrhunderts dient dieser Monolog als Rechtfertigung einer extremistischen politischen Philosophie und eines gewalttätigen religiösen Fundamentalismus. Sure 58, Vers 5. Wahrlich, diejenigen, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen, werden gewiss erniedrigt werden, eben wie die vor ihnen erniedrigt wurden. So sehen viele den Koran, Muslime wie Nichtmuslime. Zwar enthält das Heilige Buch Passagen, die nach Gewalt rufen, doch diese komplexe Schrift spricht auch oft gegen die Gewalt. Sure 5, Vers 2. Und helft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung. Für die überwältigende Mehrheit der Muslime sind diese Botschaften von Frieden und Nächstenliebe die wahren Prinzipien des Korans. Für viele Muslime ist der Koran das Regelwerk für ihr Leben. Das Buch handelt nicht nur von ihrer Beziehung mit Gott. Der Koran ist eine Quelle moralischer Anleitung. Wie können zwei Weltsichten, eine des Friedens und eine der Gewalt, innerhalb eines Buches existieren? Jene, die ein Bild eines gewalttätigen Islams zeichnen wollen, verweisen auf nur wenige Verse. Diejenigen, für die er für Friede und Toleranz steht, zeigen auf andere. Beides ist nicht ganz korrekt. Diese Widersprüche sind auch das Produkt von mehr als 1400 Jahren Kultur und Konflikt. Nach islamischem Glauben berief Gott Muhammad ibn Abdullah im Jahre 610 nahe der Stadt Mekka zum Propheten. Die Offenbarungen, die er erhält, werden als der Koran bekannt. Viele dieser Offenbarungen handeln von einer gerechteren und gleicheren Gesellschaft. Es sind revolutionäre Ideen.
Mohammeds Botschaft entfacht rasch die Herzen all jener, die schon seit Generationen unter Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu leiden haben. Wir müssen uns um die Armen kümmern, um die Bedürftigen, die Mittellosen, die Entrechteten und Machtlosen. Das ist der Tenor der islamischen sozialen Gerechtigkeitslehre. Einstmals rivalisierende kriegerische Stämme mit den verschiedensten Göttern werden unter Mohammeds islamischem Banner vereint. In nur wenigen Jahrzehnten verbreitet sich die Botschaft des Korans über die gesamte arabische Halbinsel. Nach Mohammeds Tod im Jahre 632 sind es die muslimischen Herrscher oder Kalifen, die das Wort des Heiligen Buches weiterverbreiten. Sure 18, Vers 29. Und sprich, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Darum lasst den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will. Der Koran befiehlt den Muslimen, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Besonders die Herrscher interpretieren das als Ausweitung des islamischen Weltreiches. In nur 50 Jahren absorbiert die einst kleine Glaubensgemeinschaft von Mekka und Medina den Großteil des indischen Subkontinents. Sie schluckt beinahe ganz Nordafrika und drängt den christlichen Herrschaftsbereich bis tief nach Europa zurück, macht das Christentum zu einer bloßen Regionalmacht. Der Koran inspiriert eine Serie von Weltreichen. Eines der ersten ist das Abbasidenreich mit Zentrum in Bagdad. Der Aufstieg der Abbasiden-Dynastie im Jahre 750 ist der Beginn des goldenen Zeitalters des Islam. Eine Zivilisation, die auf der Botschaft des Korans aufbaut. Eine tragende Säule dieser Zivilisation ist ein Konzept, das im Heiligen Buch stets betont wird. Ilm oder Wissen. Das Wort Ilm oder Wissen kommt im Koran öfter vor als jedes andere Wort, außer Gott. Gott betont das Wissen, denn es macht uns zu menschlichen Wesen. Ilm, so sagen viele Gelehrte, inspiriert die Herrscher des Weltreichs und lässt ihre Zivilisation erblühen. Der Koran ist wie ein Samenkorn. Es explodiert und die schlafenden Menschen Arabiens werden zu Neugier und Entdeckung angeregt. Das Abbasidenreich erreicht ungeahnte Höhen in den Wissenschaften, der Mathematik und der Technologie. Seine Gelehrten bewahren viele griechische Texte der Antike, die sonst verloren gegangen wären, und geben sie später an die Europäer weiter. Es war eine Ära, in der die großen Werke der Literatur und der Philosophie, besonders Aristoteles, nicht auf Griechisch, sondern auf Arabisch bewahrt wurden.